Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Das muss Ehrendorf sein. Das Dorf mit dem Auftrag. Nekrov ist zu toll. Niemand da. Etwas Böses war hier. Danach sind Nekrophagen aufgetaucht. Nekrophagen haben die Leiche zerfleddert. Die Todesursache kann ich nicht mehr herausfinden. Schwertwunden. Das Feuer brennt noch. Alles noch frisch hier. Da ist jemand wohlhabend. Vor allem für Velen. Der Kopf eines Waldschrats. Mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Na nun, da ist mir wer zuvor gekommen. Erster Hieb durch die Aorta, zweiter Hieb durch die Femoralarterie. Der hat nicht mehr gekämpft. Bauch aufgeschlitzt, ist wohl beim Verteidigen seines Herrn gestorben. Klinge in den Rücken, zwischen die Wirbel, Rückenmark durchtrennt. Sie konnte sich nicht mehr rühren. Verblutet. Schnitte. Flach. Aber jeder hat eine Arterie getroffen. Mistgabel. Üble Nahkampfwaffe. Arm über dem Ellbogen abgeschlagen. Mit einem Hieb. Kaiserlicher Schnurrbart, runde Backen, hohes Tier. Todesursache, Stichwunde. Klinge zwischen die Rippen, direkt ins Herz. Er hält etwas fest. Eine Silberkette, gerissen. Er hat sie jemandem abgerissen. Scheiße. Halt! Eine Puppe und kleine Fußabdrücke.
Zum einen Fenster rein, zum anderen wieder raus. Clever. Aha, da ist sie. Keine Angst, ich tu dir nichts. Nur die Ruhe, ich will nur mit dir reden. Nein, falsch. Ich... Du hast Katzenaugen, genau wie er! Genau wie... Genau wie der böse Mann, der alle getötet hat! Hatte er zwei Schwerter auf dem Rücken? Ich sag dir gar nichts! Verschwinde! Gehört diese Puppe vielleicht dir? Hat sie einen Namen? Meister Sommersprotz. Hübsch. Kann ich ihn haben? Bitte? Meister Sommersprotz würde mir unterwegs sowieso nicht viel nützen. Hier. Also, meinst du könntest mir erzählen, was hier passiert ist? Ich muss es wissen. Dann, da hat's gespukt. Onkel Sobemir hat gesagt, dass wir am besten einen Hexer holen. Dann kam einer, sah dir ähnlich, aber seine Augen waren böse. Er hat uns den Kopf von dem Monster gebracht, aber Onkel Sobemir war wütend über irgendwas. Sie haben sich angeschrien. Und dann... sind sie in die Scheune. Und da... Und was? Ich weiß nicht. Ich hab sie schreien hören. Onkel Sobemir und die anderen. Dann ist dieser Hexer... aus der Scheune gelaufen. Er war ganz blutig. Und bei ihm, also alle, jeder Einzelne, mit seinem Schwert. So. Meine Mama und mein Bruder auch. Mich hat er laufen lassen. Weiß nicht wieso. Und dann ist er in die Richtung da verschwunden, wo wir Geschenke für die Götter hintun. Das hier habe ich im Heu gefunden. Katzenschule. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Was machst du jetzt? Hast du hier Verwandte? Meine Tante wohnt in Erzdorf. Ich bring dich zu ihr. Aber erst muss ich mich um diesen bösen Mann kümmern. Bleib hier und sei still. Klar? Schön hier bleiben, Kleine. Wenn er zum Kreis gegangen ist, ist er hier losgelaufen. Der Steinkreis muss mich umsehen. Fußabdrücke kaum sichtbar. Müssen seine sein. Komm schon!
Bänder, Katzenrüstung, Wolfsmedaillon, neue Kreuzung. Du hast was verloren. So weit kommst du, mir das Medaillon zu geben? Danke. Die Solidarität in der Branche lebt. Aber das Ansehen der Branche pfeift aus dem letzten Loch. Die Leute vergessen Massaker nicht so schnell. Berufsrisiko. Kann jedem passieren. Und? Was willst du hier noch? Erst mal reden. Dann sehen wir weiter. Setz dich. Ich stehe lieber. Spuck's aus. Ehrendorf, was war da los? Bitte, das weißt du doch. Hast du eine Ahnung, was die mir für den Waldschrat zahlen wollten? Rat mal! Fünfzig. Schön wär's. 12. Kapiert, Kumpel? 12 verfickte Kronen. Davon kann ich mir nicht mal die Trankzutaten kaufen. Was hattet ihr vereinbart? Ein Vielfaches. Aber zum Zahltag. Ach, du kennst die Nummer. Guter Mann, meine Kinder verhungern. Es ist Krieg. Die Götter mögen Gnade haben. Zeig doch Mitleid. Kommt mir bekannt vor. Aber ein Grund zum Töten ist das nicht. Ich war noch nicht fertig. Ich sagte, dass sie von mir keine Gnade zu erwarten bräuchten. Wenn ich kein Gold sehe, würden sie sich den Waldschrat noch zurückwünschen. Sie guckten finster drein, dann sprach der Älteste. Ganz ruhig, Meister Hexer. Meine Leute und ich haben noch etwas Gold in der Scheune, wo die Männer des Barons es nicht finden. Komm, wir holen deine Bezahlung. Bin drauf reingefallen, wie ein Kleinkind. Einer plapperte noch weiter. Der Nächste stach mir schon eine Mistgabel in den Rücken. Also hast du das ganze Dorf massakriert. Was hättest du denn gemacht? Wärst du zum Gemeinderat gelatscht, um eine Beschwerde einzureichen? Ich gebe zu, dass ich die Nerven verloren habe. Ziemlich sogar. Ich bin beschissene Löhne gewöhnt. An Betrügereien, an Geschrei um Hilfe von denen, die mich später anspucken. Aber mich ermorden? Um ein paar Kronen zu sparen? Solche Bastarde soll ich beschützen? Ich habe also blank gezogen und erst aufgehört, als alles voller Blut war. Es ist doch nicht meine Aufgabe, dich zu verurteilen. Das war's? Keine Lektion? Keine Nötigung, mich zu benehmen? Man nennt mich den Schlechter von Blaviken. Aus gutem Grund. Ich kenne das. Manchmal rollen Köpfe. Warte. Ich bin nicht so ein Flachwichser wie die Hinterwäldler. Du hast was gut bei mir. Hier. Damit findest du meinen Schatz. Nimm, was du willst. Danke. Ich hab zu danken. Viel Glück auf deinen Wegen, Wolf. Ich sollte zu der Kleinen zurückkehren, bevor irgendwas anderes sie findet. Schon, dass du nicht wiederkommst, dass er dich auch tot gemacht hat. Mir geht's gut. Wegen ihm musst du dir keine Sorgen mehr machen. Du bringst mich zu meiner Tante? Es ist...
abscheulich hier. Sicher. Gehen wir. Meinst du, ich könnte vielleicht bei dir Huckepack? Aber nur, wenn du mir nicht an den Haaren ziehst. Versprochen. Dann rauf mit dir. Tante! Tante Luzi! Millie? Was machst du denn hier, du kleines Luder? Ich? Also, im Dorf? Da ist keiner mehr. Ich erklär's. Du gehst ein bisschen spielen, ja? Es gab ein Massaker in Ehrendorf. Keine Überlebenden. Nur sie. Götter, was ist geschehen? Gesetzlose? Ein Monster hat sie getötet. Ein Waldschrat. Sie hatten einen Auftrag ausgehängt. Aber ich kam zu spät. Ein hübsches Dorf war das. Mit guten Leuten. Gut und ehrlich. Was für eine Tragödie. Was für eine Tragödie. Wirst du dich um sie kümmern? Um ehrlich zu sein, es wäre mir lieber, wenn du sie mitnimmst. Komisch. Sonst fürchten sich die Leute, dass ich ihre Kinder mitnehme. Sonst sind die Leute nicht so arm. Ich habe selber 4 Enkel. Eigentlich 6. 2 haben wir letzten Winter begraben. Von Rindensuppe lebt man eben nicht gut. Nimm das hier. Kauf nichts anderes als Essen davon. Wenn ich zurückkomme und du trinkst. So viel? Mögen's die Götter dir vergelten, Meister Hexer, mit 1000-fachem Segen. Ich muss jetzt weiter. Schon? Wieso denn? So ist das bei Hexern. Sie sind dauernd unterwegs. Kommst du mich denn mal besuchen? Vielleicht. Pass auf dich auf, Kleines. Millie! Komm, wir besorgen Mehl, dann mache ich dir Pfannkuchen. Na, wie klingt das? Klingt das gut? Thank you.
zu Bellatar? Wir ziehen dir die Haut ab! Los, meine Lieben, in die Arbeit! Alle zusammen, Leute! Liebling, Ghoul, Gruftweib. Warum hat er diese Trophäen nicht versilbert? Vielleicht wollte man ihn betrügen.